Hallöchen, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu einer weiteren Folge Karmaschanax Simulator 2021 mit meiner Wenigkeit. So, ich habe die letzten verbliebenen Teile gefunden. Es waren die Radlager, die hier drin waren. Der ein oder andere von euch auch schon erkannt, ist halt immer das Problem bei solchen Videos, ne? Man ist ja nicht live dabei. Aber ja, gut, da würde ich sagen, 1, 2, ich habe nochmal ein bisschen hier und da und ausgebaut und habe da nicht gesehen. Ich habe hier nochmal einmal, gehen wir mal weiter, zweimal, 3, 4, mal so, mal so, zack, 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 zack. Na, sicherheitshalber, mal ein bisschen durchgehen hier. Stabilisator Typ A. Machen wir das mal noch so. Zack, 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 zack. Könnte doppelt drücken und alles, ne? Aber wir machen das eher mal so durch, weil am Ende des Tages kommen wir aufs Gleiche hinaus. So, somit sollten wir offiziell alles aufgetrieben haben. So, zweimal, zweimal. So, zehnmal. Okay, läuft. So. Zweimal. Dreimal. Dreimal, so. Einmal. Ah ja, das war der hintere Teil. Einmal. 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 Das ist Elektronik und das ist Elektronik. Okay. Zweimal. Und zweimal. Sehr schön. Gut, dann heißt es, jetzt wieder offiziell zusammenarbeiten. Ihr seht, ich habe das Getriebe nochmal auseinandergebaut. Was hier ist, die Verbindungsdinger da ein bisschen auseinandergebaut. Bis ich dann aus dem Augenwinkel, aus Zufall, diese Problematik da gesehen habe. Mit den Radlagern hier, also mit diesen Kackteilen. Geht mal hier, mit den Dingern. Dann war mir natürlich alles klar, ne, was die Problematik hier ist. So. Das ganze Ding wieder hier dran. Ja, da wird natürlich sofort ein Reifen wieder. Aber die Reifen machen wir erst gleich. So, beziehungsweise die Reifen machen wir zuletzt, sicherheitshalber. Ihr seht, ich habe auch hier ein bisschen was abgeschraubt, ne? Überall mal so ein bisschen geguckt, wo es hätte sein können, so vorher nach dem Motto. So, machen wir das wieder dran. Hier hatte ich gedacht, ich müsste erstmal alles abbauen. Aber das war natürlich auch wieder ein Trugschluss. So. Sehr schön. Ja, wie gesagt, die Reifen machen wir zuletzt. Wegen der Übersicht besser. Die Stange ist hier mit dran. So, gehen diese Gummidinger hier mit rein. Schrauben wir das alles wieder mit dran. Ich muss nur einmal $50 Strafe bezahlen, weil ich hier den, sag schon, diesen Wasser-Schieß-mich-tot, also, ne, abgebaut habe. Und der war aber mit dem Wassergedöns da wiederum verbunden. Das hat dem Spiel mal wieder gerne gefallen. Nee, ich will keine Sportreifen haben. Ich will einmal hier Wischwasser. Schieß mich tot. Ach, komm her. Mein Gott. Ist aber manchmal grausam hier. So. Da bauen wir das erstmal alles wieder mit dran. So und so. So. Zack, zack. Zack, zack. Und zack, zack. Sehr schön. Gucken, ob der das alles so akzeptiert hat. Aha. Aha. Kolben mit Bläu, Kolben mit Bläu. Ja, das hat er alles akzeptiert. Sehr gut. Dann kann das erstmal wieder hier oben mit drauf. Da haben wir einmal die Nockenwelle hier wieder mit rein. Da haben wir die hier mit rein. Hat die Nockenwelle jetzt auch erkannt. Scheint mir so, ne? Gummi, Gummi, Gummi. Nockenwelle. Nee, ja. Was ist denn das hier? Halt, hinzufügen.
Also es sind beide ja richtig, aber das ist immer die Linie da unten drunter, ne? Nockenwelle. Ah ja, hier Nockenwelle hat er erkannt. Okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Dann einmal die Zündkerzen hier rein. Immer zwischenprüfen, weil da will halt manchmal bei den reparierten Teilen dann diese 75%. Und wenn man dann die falschen dort reinbaut, also die, die zwar auch gehen, aber was halt die anderen, hier zum Beispiel, ne? Müssen wir jetzt hier zum Beispiel markieren. Das sind die beiden. Oder bin ich jetzt gerade doof? Zündspule, Zündkerzen. Na, vielleicht haben sie es doch gefixt. Weil bei den Vorgängerteilen war das teilweise so, dass dann auch exakt das da rein müsste. Ansonsten hat er das nicht als repariert angesehen. Das war auch immer grausam. Aber gut, jetzt scheint es mittlerweile egal zu sein. Hauptsache, die Dinger sind repariert. So. Gut. Zack. Ja, verschrauben wir den ganzen Schnulli hier wieder. Da hat er noch 3 Millionen Jahre. Weil es sind ja 3 Millionen Schrauben. Da müssen wir nochmal unten dran. Und dann können wir den ganzen Schlüppel hier können wir jetzt eh schon zumachen. Aber, ja. Auf den nervigsten wird die ganze Gummigeschichte hier. Weil da ist teilweise so viel hier und da und tralala dran. Mach mal den Anlasser hier wieder dran. Ölfilter müssten wir dann eh von unten machen. Setzen wir schon mal das Ding hier wieder dran. So, hab ich. Die, warte mal, habe ich die Zündspulen da schon überall wieder dran? Jetzt müssen wir hier irgendwas vergessen. Ne, seht ihr das? Hier, oder? Das überdeckt sich nämlich. So. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob die anderen so rangegangen wären, aber sicher, sicher bekanntermaßen. So, gut, dann haben wir das Ding wieder dran. Rosselklappe. So. Sehr gut. Dann kümmern wir uns erstmal hier noch weiter drum. Da geht das Rädchen wieder hier mit dran. Sehr schön. Dann Umlenkrolle. Dann die, na, kommst du her? Also oben müssen wir dann noch die Zündspulen mit dran machen. Aber gut, vorher kriegt man, hallo, vorher kriegt man den Deckel eh nicht dran. So, gut, machen wir das wieder rein. Und dann passt das. Sehr schön. Dann machen wir unten das rein. Dann haben wir hier wieder die Keilriemen drüber. Dann haben wir hier noch die Umlenkrolle. Ja, und damit ist die Seite fertig gebaut. Dann einmal. Habe ich die nicht geholt? Zündspule, Einzelfunken. Ne, verkaufen will ich die nicht. Ich würde die gern wieder ranbauen wollen. Das wäre noch mal ganz nett. Ah, ach hier, da fehlt noch. Hm. So, haben wir den Deckel wieder drauf. Und dann wird das jetzt einfach nur noch oben drüber gesteckt und dann sollte das passen. Dann müssen wir noch mal checken, ob das dann auch hinhaut. Nicht, dass ich den ganzen Spaß dann jetzt hier so mache und dann ist es wieder nicht. Prüfen. Ne, die zum Beispiel hier, die will nicht. Da sagt er, ist nicht. Weil das ein 70er ist und wir brauchen eine 100er. Also haben sie das doch nicht gefixt. Hatte ich vorher einfach nur Klick oder was? So. Oh, jetzt haut die Zündspule wieder nicht hin. Finde ich auch gut. Dann machen wir hier die 70er raus und hauen hier die 100er rein. So, Mensch, das ist halt auch so eine Sache. Ne? Da kaufst du am besten gleich alles neu. Da kann dir so eine Scheiße wenigstens nicht passieren.
So, das ist jetzt hier die Steuerkette, Stabilisator, Koopelwellendeckel, das ist alles, was da unten ist. Okay. Und Ploy-Deckel, das ist auch das, was da unten alles reinkommt. Occasion. Gut, dann hauen wir das Zeug hier wieder dran. Hauen wir das hier mit dran. Das Nockenwellenrad mit dran. Und dann kann hier wieder der Deckel drauf. Oh, wenn das nicht mehr auf dem XP gibt, dann weiß ich auch nicht weiter, ja. So. Kraftstofffilter wieder mit ranballern. Und was sind. Achso, hier, das leuchtet jetzt einfach nur noch, weil ich es noch ausgewählt habe. So. Sehr gut. Dann. Achso, ne, halt, warte mal. Füllen wir den ganzen. Machen wir das Ding hier ab. Hauen wir gleich die neue Flüssigkeit wieder mit dazu. Dann müssen wir unten zumachen. Ölwanne wieder dran. Dann müssen wir da noch neues Öl nachfüllen. Dann müssen wir die Gummidinger noch machen. Und dann hätten wir es, glaube ich. So, sehr schön. Brett hoch. Sehr gut. Jetzt machen wir erstmal den Ölfilter hier wieder rein. So, jetzt müssen wir uns hier unten drum kümmern. Ja, wir haben nämlich auch noch immer 68%, deswegen. Zack, zack, zack. Ich markiere mir das mal hier. Das Spiel ist, wo die 100% rein müssen. So. Also, der ist erledigt. Bleiben jetzt noch zwei übrig. Das ist der mit den 100 und dort mit den 100. Okay. Gut, dann können wir nämlich die Funktion so nutzen, um wenigstens die Fehlerquellen da auszuschließen. Das ist schon mal ganz nett. Sehr gut. Dann kann das hier alles deaktiviert werden. Sehr schön. Dann die Kurbelwellendeckel. Das waren nämlich auch noch drei Stück, wo die 100% wieder rein müssen. So, einmal, der nicht, oder? Ah doch, der auch. Achso, das waren auch noch drei, ne? Na gut, ich habe dreimal 100%, das passt. So. Und dann der hier wieder mit ran. Ja gut, und dann kann die Ölwanne wieder hier mit rein. Wunderbar. Und dann ist das Motorthema eigentlich erledigt. Machen das alles aus. Stabilisator, Gummi. Ja, das ist alles nur noch Gummi. Guti. Dann hauen wir jetzt hier noch die ganzen Gummis rein. Achso, ich sehe hier hinten gerade noch die Problematik. Da muss, da komme ich wieder auch noch über den Motorraum rein. Machen wir dann gleich. Wo haben wir es? Hier. So, dann müssen wir hier hinten einmal rein, den Stabilisator da noch anbringen. Einmal hier noch Gummi. Und hier nochmal. Genau so, also ja, erstmal hier noch die Koppelstange wieder verbinden. So, dass wir ja nichts vergessen. So, mal hier noch den Gummi neu. Sehr schön. Und hier das gleiche in grün. Sehr gut. Dann lass mal schauen. Dann haben wir hier noch die zwei anderen Gummiteile. Das war das hier hinten noch. Genau. Und dann haben wir glaube ich alle. So. Genau, das war der letzte 100er gewesen. Zack, zack. Ja, da haben wir alle Teile erfolgreich ausgetauscht. Sehr schön. Dann Reifen dran. So. Hier fehlt noch die Stange. Dann hier wieder Reifen dran. Hauen wir vorne die Reifen und Lader mit dran. Dann haben wir noch den Abgaskrümmer damit dran beim Turbolader. Kippen frisches Öl rein und dann haben wir diesen Kampagnenauftrag erfolgreich erledigt. Keine passenden Ersatzteile. Wie? Ja, ich habe doch jetzt nicht die Reifen verkauft, ich Dulli, oder?
Habe ich die Reifen verkauft? Ah ja, scheint die Reifen verkauft zu haben. Das ist natürlich nicht so geil. Sportreifen Ultra. Hm. Vor allen Dingen, jetzt brauche ich auch noch die Abmaße da dafür. Ach Gottes Willen. Ja gut, bitte Schwung ist immer, ne? Wollen wir mal kurz gucken, was das hier ist. Felge Modern 3, 215,45. Einpresstiefe 0 ET. Okay. Moment, da muss ich mir kurz Notizen machen. Das sind also 215er. 45 R18. Okay, und ET ist 0. ET gleich 0. Das ist sehr gut. Schon mal kurz notiert. Und Einpresstiefe 0. Und wir haben Felge Modern. Ja, sehr schön. Felge Modern. Und irgendwas mit Sport Ultra. Cool. Sport Ultra. Sport Ultra. Ja, läuft. Sport Ultra, genau. Da, ja, jetzt kommt's drauf an. Wir brauchen zweimal Durchmesser in Zoll. Das ist 18. Okay, 215. 45. Okay, das haut hin. Sehr schön. So. Felgen gibt es ja jetzt hier nicht, oder? Sind die da, kommen die da automatisch mit dazu? Würde ich jetzt mal was behaupten, ne? Oh. Gut, dann war jetzt eine unnötige Ausgabe zugegebenermaßen, aber kannst du machen, du hast keine passenden Teile, ja? Das sehe ich richtig. Ne, wir brauchen noch eine Felge. Also sind nicht unter Reifen. Wo findet man die? Ersatzteile? Felge? Ne? Karosserieteile? Ne? Innenausstattung, Nummernschilder, Getriebe, Zubehör, Elektro. Ach, hier Felgen. Wir haben einen Felgenshop. Sehr gut. Moderne Felge 3. Gut, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Okay. Modern. Felge Modern 2B3 hier. Sehr schön. Durchschnitt in Zoll, Einpresstiefe 0. Hm, 15 Zoller? Oder? Ja, müsste ja das sein, ne? 215,45 R18. Was weiß ich, was das für eine Zolldings ist. Ihr könnt Fragen stellen. Tch, warte mal. Gerne für. Nee. R18? Ach, R18 steht doch dann theoretisch für 18 Zoll, oder? Wird schon passen, ne? Hoffen wir einfach mal. So, nee, nee, abziehen. Dankeschön. Wenn ich auch mal vorne größere Reifen halt dran wie hinten, ist auch in Ordnung. Also, Ich vergaß, hier war ja dieses wunderschöne Minispiel. So. Wenn er jetzt vorne größer wie hinten, ich glaube, gibt es teilweise in der Realität auch so. Wird jetzt bestimmt nicht das Nonplusultra generell immer sein, aber immerhin ein Luxus, was der hier bekommt. Ne? Nickel-nagel-neue Felgen, ne? Weil wir so, naja, nett sind. Sehr schön. So.
Sehr gut, haben wir das mit den Reven auch. Dann können wir einmal wieder hier runter. Hoffentlich, ich wiederhole mich, ne? Aber hoffentlich wird der Auftrag gut bezahlt. Da waren ja ein Fail bis jetzt. Na gut, nehmen wir die Reifen als doppelten zwei Fails. So. Hier noch die Dings, dann kommt der Turbolader wieder mit dran. So, dann haben wir hier das Ding Öl mit rein. So. Und dann sollten wir es ja eigentlich gleich haben. So, wo ist denn hier der Stab? Nee. Ist nicht hier irgendwo? Stab? Ach hier. Ach Gott, Alter, wie weit will man es denn verstecken? Och, ideal getroffen. Ja, Auftrag kann damit abgeschlossen werden, wie ich sehe. Sehr schön, sehr schön. Ja, lübt. Nimmer. 4000. Naja. So, man sieht so weit vorgedrungen, so mal jetzt halt am Ende des Tages auch nicht mit den Ausgaben, ne? Aber wir haben immerhin mal ein Level up. Das ist schon mal besser als nichts. Ohne Kiste. Woo! Okay. Ach, schon wieder so eine Scheunkarte. So, sehr gut. Dann kann der ganze Schnulle ja jetzt hier weg. Gibt ein bisschen Geld, aber das wird uns leider auch nicht reichen für den komischen Diagnosestand. Weil dafür brauchen wir ja unbedingt wieder 10.000. Eieieiei. So. Sehr gut. Naja, immerhin Level up. Besser als nichts. Gut, Jungs, Mädels, divers. Ich bin erstmal fertig hier wieder. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, auf der Renne. Tschüssikowski. GG.